Hallo, ich bin Aysche Mehren, ich war Heilpraktikerin und heute möchte ich euch die Geschichte erzählen, warum ich das nicht mehr bin. Am 6.5.2022 habe ich eine förmliche Zustellung vom Landkreis Harburg Bereich Gesundheit bekommen und darin hieß es, wartet mal, sehr geehrte Frau Mehren, mir liegen Erkenntnisse vor, die mich zur Prüfung veranlassen, ob Ihnen durch die Stadt Salzgitter erteilte Heilpraktikererlaubnis widerrufen werden muss, da nachträglich Tatsachen bekannt geworden sind, die eine Versagung der Erlaubnis nach § 2 Absatz 1 Heilpraktikergesetz Durchführungsverordnung rechtfertigen würden. Es besteht die begründete Annahme, dass es Ihnen für die Ausübung dieser Tätigkeit an der erforderlichen Zuverlässigkeit mangelt. Ebenso besteht Grund für die Annahme, dass die Ausübung Ihrer Tätigkeit eine Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung darstellt. Und dann folgt eine Begründung auf 7 Seiten. Vorweggenommen schon mal eins, es gab nicht ein einziges Fehlverhalten von mir als Heilpraktikerin aus meiner Praxis einem Patienten gegenüber. Es gab auch keine Beschwerde eines Patienten. Das Einzige, was es gab, waren Denunzianten in meinem YouTube-Kanal und meinem Telegram-Kanal. Zunächst einmal ein paar Auszüge, ganz kurz, was mir vorgeworfen wird. Die beiden wirklich einzigen medizinisch relevanten Vorwürfe betrafen einmal CDL und einmal Vitamin D. In meinem Telegram-Kanal hätte ich CDL als wirksames Mittel beworben. Gleichzeitig hätte ich auf eine Anleitung zur Eigenherstellung von CDL von Andreas Kalker verwiesen. Und in einem YouTube-Video hätte ich zu Vitamin D folgende Dosierungsanleitung gegeben: zum Auffüllen der Speicher 10 Tage täglich 50.000 internationale Einheiten. Und dann als Erhaltungsdosis 5.000 internationale Einheiten pro Tag. Soweit die medizinischen Vorwürfe. Unter Römisch 2 warf man mir vor, ich hätte sowohl in meinem YouTube-Kanal als auch in meinem Telegram-Kanal Falschinformationen über, ich benutze jetzt ein anderes Wort, damit ich nicht gesperrt werde, die letzten 3 Jahre sowie über die, ich nehme auch ein anderes Wort, Spritzen geteilt bzw. verbreitet. Mein späterer Einwand, dass ich auf Telegram als Privatperson poste, was schon allein aus der Beschreibung zu meinem Kanal hervorgeht und dass ich nie Werbung für meine Heilpraxis gemacht habe, hat die gar nicht interessiert. Weiter warfen sie mir vor, ich hätte über die CRISPR-Cas9-Technik zur Sterilisation plus Nanotechnik gesprochen. Ich hätte behauptet, dass die Injektionen die Menschen genetisch verändern würden und dass eine genetische Veränderung zur Folge hätte, dass die Pharma Besitzrechte an den veränderten Organismen beanspruchen könnte. Dann wurde mir vorgeworfen, ich würde Viren leugnen. An diesem Vorwurf haben sie sich besonders hochgezogen und es galt als eine ihrer Hauptargumentationen. Als ich dann gesagt habe, dass ich ja die mit Viren assoziierten Symptomenkomplexe, also Krankheiten, nicht leugnen würde, was eigentlich das Entscheidende ist, und auch die Behandlungsverbote entsprechend nach Infektionsschutzgesetz beachten würde, hat die genauso wenig interessiert. Obwohl eigentlich, wie gesagt, das für die Heilpraktikertätigkeit allein Entscheidende ist. Außerdem hätte ich vor 2,5 Jahren etwas Reichsbürgerisches gepostet. Da ging es um Entlassungsurkunden aus der BRD. GmbH, wie ich geschrieben habe. Es waren eine Handvoll Posts, um dessen Teilen mich Caroline Bollbrock gebeten hatte. Ich persönlich hatte mit diesem Thema nie irgendetwas am Hut. Ich weiß nicht mal, ob das richtig oder falsch ist, was die behaupten. Es hat mich einfach nicht interessiert. Doch das ist absolut nicht mein Weg und wer mich kennt, der weiß das. Heute bin ich davon überzeugt, dass das in voller Absicht geschah. Und ich habe ihr vertraut. Ja, und wie gesagt, sie bat mich, diese Posts zu teilen. Obwohl ich, wie gesagt, nichts damit am Hut hatte, habe ich es ihr zuliebe unkommentiert geteilt. Und ausgerechnet diese Posts bilden die rechtliche Grundlage, oder zumindest eine der Hauptgrundlagen für den Entzug meiner Heilpraktikererlaubnis. Ja, denn von mehr als 25.000 Posts über die Jahre wurden ausgerechnet die dem Gesundheitsamt zugeschickt. Und dann ging es noch um meinen Post »Die Ankunft«. So haben sie ihn genannt, darin schrieb ich zusammenfassend über das, was in dieser Welt wirklich passiert. Da waren ganz viele Schlagwörter so genannt, ja, Archonten, Reptiloide, Blutlinien, Illuminaten, Königshäuser, Freimaurer, DNA-Manipulation, die Matrix,
als holographische Realität, über Ernährung, Injektionen, Chemtrails, über Gehirnwäsche durch Erziehung, Schule, Religion, Medien. Ja, selbst meine 3 Videos zu diesen Themen auf YouTube zog die Kammer in der Urteilsbegründung heran. Das Gesundheitsamt konnte alles mit Screenshots belegen und abschließend haben sie geschrieben, das muss ich auch mal wieder vorlesen, die von Ihnen geteilten und teilweise kommentierten Inhalte gehen bei weitem über das tolerierbare Maß an sachlich-kritischer Auseinandersetzung hinaus und offenbaren eine Geisteshaltung zu den Themen, jetzt wieder anderes Wort, letzte 3 Jahre und Injektionen, die jeglichen Realitätsbezug vermissen lässt und sich stattdessen in gefährlichen Falschbehauptungen ergeht. Aus den oben genannten Veröffentlichungen und Kommentaren wird ebenfalls deutlich, dass sie unter anderem dem Gedankengang der sogenannten Reichsbürger anhängen. Wer der Ideologie der Reichsbürgerbewegung folgend die Existenz und Legitimation der Bundesrepublik Deutschland negiert und die auf dem Grundgesetz fußende Rechtsordnung generell als nicht für sich verbindlich anerkennt, gibt Anlass zu der Befürchtung, dass er auch die gesetzlichen Regelungen, die seinen Beruf betreffen, als für sich nicht verbindlich ansieht. Und dann schreibt die Angestellte, ich gehe davon aus, dass durch sie eine wesentliche Gefährdung für die Gesundheit der Bevölkerung ausgeht, die ihren öffentlichen Aussagen als Heilpraktikerin Glauben schenkt. Gleichzeitig ist zu erwarten, dass durch sie eine Gefährdung für die Gesundheit der sie aufsuchenden Patientinnen und Patienten besteht, da sie sich nicht mehr an die deutschen Gesetze, jetzt kommt's, gebunden fühlen könnten. Ferner zeigen die oben genannten Ausführungen, dass es ihnen an der sittlichen Zuverlässigkeit mangelt, den Beruf des Heilpraktikers verantwortungsvoll auszuüben. Im letzten Satz haben sie mir dann mitgeteilt, dass der Gutachterausschuss parallel schon benachrichtigt worden sei. Also erstens, weil es sein könnte, dass ich mich nicht an deutsche Gesetze gebunden fühlen könnte, da ist dann die Frage da, die auch im gesamten Verfahren eigentlich immer deutlicher wird, ist das Gesundheitsamt wirklich um Klärung bemüht oder steht zu diesem Zeitpunkt schon längst fest, dass man mir die Heilpraktikererlaubnis in jedem Fall entziehen möchte und wird. Das heißt, während mich der Landkreis also um eine Stellungnahme zu den Vorwürfen bzw. Unterstellungen gebeten hat, hat er schon den Gutachterausschuss informiert und den Entzug der Erlaubnis eingeleitet. Und ich unterstelle hier mal, schon zu diesem Zeitpunkt stand fest, was sie wirklich vorhatten. Eine faire und anständige Aufsichtsbehörde hätte versucht, so neutral wie möglich zu sein, um mir die Möglichkeit zu geben, schriftlich und vielleicht auch persönlich meine Standpunkte zu erklären, bevor sie den Entzug der Erlaubnis überhaupt einleitet und mir nicht aufgrund von Denunzianten mangelnde Zuverlässigkeit und eine Gefahr für die Volksgesundheit zu unterstellen. Das ist aus meiner Sicht der erste Skandal. Ich habe einen Rechtsbeistand, den ich sehr, sehr schätze. Er denkt null wie ich, ist mehrfach geimpft, aber er vertritt das Recht zu 100%. In früheren Zeiten, als er noch aktiv als Anwalt tätig war, gehörte er zu den wirklichen Star-Anwälten. Seine Fachgebiete waren Strafrecht, aber er hatte laut Erzählungen auch viel mit Medizinrecht zu tun und schon viele Mediziner in seiner Laufbahn vertreten. Und ich war sehr glücklich, dass er so lieb war, quasi als graue Eminenz im Hintergrund mich zu vertreten, indem er mich beriet und für mich auch die Schriftsätze formuliert hat. Die Antwort auf das Schreiben vom Landkreis Harburg fiel relativ knapp aus und war aus meiner Sicht schon recht forsch geschrieben. Auf einzelne Punkte sind wir gar nicht so sehr eingegangen. Wichtig war nur, dass ich eine Nähe zu Reichsbürgern ganz klar dementiert habe und dass ich darum gebeten habe, vor den Gutachterausschuss vorgeladen zu werden, um sachlich über die Vorwürfe diskutieren zu können. Dann zwischenzeitlich hatten mich auch ganz viele Briefe erreicht von ehemaligen Patienten, Teilnehmern der Heilpraktikerausbildung und auch von meinem Telegram- bzw. YouTube-Kanal, die darüber geschrieben haben, wie sie mich als Menschen wahrnehmen. Also quasi als Gegenstück zu dem, was mir der Landkreis vorwirft. Und diese Briefe habe ich dann in Kopie dem Gesundheitsamt mit Schreiben vom 1. Juni 2022 ebenfalls zur Kenntnisnahme weitergeleitet. Und da ich grundsätzlich ein gutgläubiger und ganz positiver Mensch bin, bin ich eigentlich vom Positiven ausgegangen.
Fast ein Jahr später, am 23.03.2023, kam aber der Widerruf der Heilpraktikererlaubnis. Erstens, hiermit widerrufe ich die Ihnen von der Stadt Salzgitter mit Bescheid vom 5.11.2022 erteilte Erlaubnis zur Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung als Heilpraktikerin. Zweitens, ich verpflichte Sie, die Erlaubnisurkunde im Original binnen einer Woche nach Zustellung dieses Bescheids an den Landkreis Harburg Abteilung Gesundheit zuzusenden oder abzugeben. Und drittens, ich ordne die sofortige Vollziehung an, ja, nach Ziffer 1 und 2 oder so. Und viertens, für den weiteren Fall der heilkundlichen Tätigkeit, Zwangsgeld 1500 Euro. Als Begründung gab es wieder 7 Seiten und es hieß, dass die Tatbestandsvoraussetzungen vorlegen und dass es mir an der sittlichen Zuverlässigkeit fehlen würde. Überdies sei in meinen Stellungnahmen erkennbar, dass trotz des eingeleiteten Verfahrens gegen mich keine Veränderung meiner Meinung. Ich hätte in mehreren Fällen gegen meine Berufspflichten verstoßen. Es ist davon auszugehen, dass durch mich eine Gefahr für die Allgemeinheit sowie den von mir behandelten Patienten gegeben ist. Und da ging es dann nochmal um Negierung der Existenz von Viren, insbesondere der C-Viren, was zeigt, dass ich die medizinrechtlichen Grenzen und Gefahren bei meiner heilkundlichen Tätigkeit nicht wahren könnte. Die Existenz von Viren sei wissenschaftlich erwiesen. Also da haben sie mir erklärt, was aus wissenschaftlicher Sicht Viren sind. Überdies, schreiben sie, gibt es keine Hinweise darauf, dass Frauen wegen der Impfung unfruchtbar werden könnten. Vor der Zulassung der Impfstoffe wurden diese umfangreich geprüft und als Quelle wurde dazu, als Argumentationsquelle, das Robert-Koch-Institut angegeben. Und dann schreiben sie: Zudem sind Behauptungen wie die Manipulation der DNA Verschwörungsmythen und entsprechen nicht der Wahrheit. Oder sie schreiben, derartige Äußerungen tragen zur Verunsicherung der Bevölkerung bei und gehen über das tolerierbare Maß an sachlich-kritischer Auseinandersetzung hinaus. Sie lassen jeglichen Realitätsbezug vermissen. Und jetzt kommt's. Das würde auch nicht unter die Meinungsfreiheit nach Artikel 5 Grundgesetz fallen, denn unwahre Äußerungen sind kein schützenswertes Gut. Die von Ihnen getätigten unwahren Tatsachen sind nicht erwiesen, sodass diese nicht vom Schutzbereich der Meinungsfreiheit erfasst sind. Und zitiert ist damit ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Und das finde ich wirklich heftig. Das heißt, dann werden wir ja auch bald nicht mehr über Gott sprechen dürfen, denn seine Existenz ist aus weltlicher Sicht genauso wenig wissenschaftlich bewiesen. Wird es bestimmt auch bald ein Grundsatzurteil dazu des Bundesverfassungsgerichts geben. Das, was die da schreiben, heißt doch nichts anderes, dass Beweise nicht mehr objektiv zu werten sind, sondern es werden nur Beweise zugelassen, die der erwünschten Meinung entsprechen. Also wenn das Gesundheitsamt der Meinung ist, dass meine Beweise, die ich anbringe, ungültig sind, dann sind die ungültig. Und dann fällt alles das, was ich sage, nicht unter die Meinungsfreiheit. Also das ist wirklich krass. Die Verunreinigung der Injektion, die zu einer genetischen Veränderung führt, ist mittlerweile bewiesen. Das ist selbst in Deutschland thematisch angekommen. Und die behaupten wirklich, dass die Impfstoffe vor der Zulassung ausreichend geprüft wurden und benennen als Quelle das Robert-Koch-Institut. Hunderttausende von Menschen mit schwersten Nebenwirkungen. Was soll man dazu noch sagen? Naja, und so kam, was kommen musste, am 2.8.2022 empfahl auch der Gutachterausschuss den Widerruf meiner Heilpraktikererlaubnis. Ja, und damit sind wir schon beim zweiten Skandal. Ich hatte darum gebeten, vor den Gutachterausschuss geladen und angehört zu werden. Das hatte die gar nicht interessiert. Der Gutachterausschuss hat getagt, ein Ausschuss, in dem auch mindestens 2 Heilpraktiker gewesen sein müssen. Und sie haben gegen mich entschieden. Die kurze formlose Begründung des Ausschusses wiederholte nur gebetsmühlenartig, was der Landkreis gegen mich vorbrachte. Also glaubst du immer noch, es ging um Klärung der Angelegenheit? Der dritte Skandal. Der Gutachterausschuss, ja, der für den Widerruf als Grundlage diente, der tagte am 2.8.2022. Am 23. März 2023, fast 8 Monate später, teilte man mir den Widerruf mit
Und das mit sofortiger Wirkung. Also nicht etwa, dass ich bis zur Gerichtsverhandlung weiter praktizieren darf und dann entscheidet ein Gerichtsverfahren. Nein, mit sofortiger Wirkung darf ich nicht mehr praktizieren, weil ich ja eine solche Gefahr bin. Und ich zitiere mal, so haben sie nämlich geschrieben, durch eine weitere Ausübung ihrer heilberuflichen Tätigkeit erhöht sich die Gefahr eines Schadenseintritts für die Bevölkerung oder für ihre Patienten, wodurch es bereits vor Abschluss des Hauptsacheverfahrens zu schwerwiegenden Nebenwirkungen oder Fehlbehandlungen kommen könnte. Doch jetzt frage ich euch, warum haben die dann für die Zustellung 8 Monate gebraucht, wenn ich so gefährlich bin? Würde ich vermuten, dass jemand eine solche Gefahr ist, wie Sie meinen, dann würde ich den Bescheid doch per Express einen Tag später zustellen. Das heißt, hat der Landkreis etwa billigend 7,5 Monate die Gefährdung von Menschenleben durch mich in Kauf genommen? Unglaublich. Also habe ich am 17.04.2023 Klage vor dem Verwaltungsgericht Lüneburg gegen den Landkreis Harburg eingereicht. Erstens den Antrag gestellt, den Widerruf des Erlaubnisbescheids vom 21.03.2023 sowieso und grundsätzlich aufzuheben. Aber zweitens auch die sofortige Vollziehung bis zur Gerichtsverhandlung auszusetzen. Das heißt, ich habe also darum gebeten, bis zur endgültigen Gerichtsentscheidung als Heilpraktikerin weiterarbeiten zu dürfen. Ich meine, hier geht es ja nicht irgendwie mal um ein 13. Monatsgehalt oder irgendwas, sondern es geht um meinen Beruf, also ein berechtigter Antrag. Meine Klagebegründung vom 17.04.2023 belief sich auf 8 Seiten, wo ich besonders auf die Vorwürfe zu CDL und Vitamin D und auch auf die Reichsbürgergeschichte nochmal eingegangen bin. Darauf hat dann der Landkreis Harburg unter Missachtung der gesetzten Frist am 4. Mai 2023 mit 11 Seiten geantwortet, wo wieder neue sogenannte Tatbestände, also Telegram-Posts von mir und Inhalte aus meinem YouTube-Kanal zitiert worden sind. Daran könnt ihr erkennen, der Landkreis hatte also nicht fair und offen gespielt, sondern er hat sich immer wieder Trümpfe aufgehoben und immer wieder nachgeschoben. Ja, daran erkennst du, dass es denen nicht um Klarstellung geht, sondern dass sie den Prozess unbedingt und mit allen Mitteln gewinnen wollten. Ich kann euch gar nicht sagen, was das für eine Arbeit war, aber auch darauf habe ich mit meinem Rechtsbeistand auf 18 Seiten am 24.05.2023 geantwortet. Ich habe Quellen rausgesucht und benannt, so seriös wie möglich. Patente, Studien, wissenschaftliche Veröffentlichungen zu 5G, Unfruchtbarkeit, Graphenoxid, CDL, Dosierungen von Vitamin D, was sagen Ärzte dazu, wissenschaftliche Veröffentlichungen, Nebenwirkungen der Injektionen, Diegelliste, Virennachweise, Nichtwirksamkeit der Injektionen und. Also ich bin wirklich auf jeden Post eingegangen und habe versucht, das wissenschaftlich zu unterlegen. Am 24.05.23 habe ich dann die interne Akte über mich vom Landkreis Harburg zugeschickt bekommen. Und wenn ihr glaubt, dass all das schon skandalös genug ist, was ich euch bis eben erzählt habe, dann wartet mal ab. Erst einmal, wenn ich das richtig verstanden habe, hat der Landkreis offiziell selber überhaupt keinen Zugang zu Telegram. Ich glaube wirklich, für den Großteil der Menschen ist Telegram das, was Weihwasser für den Teufel ist. Das heißt, alles, was der Landkreis mir vorwirft, das ist tatsächlich durch Denunzianten gemeldet worden. Der Landkreis hat sich lediglich ein paar Videos von mir auf YouTube angesehen. Die interne Akte, die ich dann bekommen hatte, besteht aus 185 Seiten und ist insgesamt einfach absolut erschreckend zu lesen. Erschreckend dahingehend, mit wie viel Missachtung, Respektlosigkeit und Intoleranz sie sich untereinander über einen Menschen äußern, der anders denkt. Und über die Akte ist mir noch einmal viel deutlicher und bewusster geworden, dass die Spaltung zwischen den Menschen eigentlich unüberbrückbar geworden ist. Sie wollen keine Informationen und Aufklärung. Sie wollen dir gar nicht zuhören. Und sie sind null bereit, ihre Standpunkte zu überdenken. Wenn du anders denkst als sie, und da sind die relevanten Themen, all das, was wir jetzt aus den letzten 3 Jahren kennen, Spritze, C, Klima, LGBTQ und, dann bist du in ihren Augen entweder verrückt oder eine Bedrohung. Und in beiden Fällen werden sie dafür sorgen,
wenn du zu einflussreich bist, dass du ihrer Welt mit deiner Wahrheit nicht zu nahe kommst. Die Maßnahmen, die sie gegen die kritischen Ärzte ja ganz besonders oder gegen mich jetzt als Heilpraktikerin fahren, ist eine Warnung für die anderen. Unterwerft euch der Lüge, die sie zur Wahrheit erheben. Ansonsten guck hin, was sonst passiert. Noch ein Skandal, Nummer 4. Einer der Denunzianten meinte, ich würde lügen und psychotische Wahnvorstellungen verbreiten und fragte, ob Heilpraktiker keine rechtlichen Konsequenzen fürchten müssten. Und das mit diesen psychotischen Wahnvorstellungen hat der Landkreis dann tatsächlich gerne aufgegriffen und spricht bei mir von einem angegriffenen Geisteszustand und sie diskutieren intern oder haben diskutiert, allen Ernstes, ob man mich nicht gleich durch einen Psychiater anhören könnte. Der meinte dann allerdings, wovon allerdings das Wichtigste wohl von seiner Aussage geschwärzt wurde, dass das in so einer kurzen Anhörung nicht ganz so leicht zu klären wäre. Dann meinte aber die Amtsärztin, dass aus ihrer Sicht nicht zwingend eine Erkrankung vorliegen müsse, um in meinem Fall die Volksgesundheit als gefährdet annehmen zu müssen. Ist das nicht unfassbar? Du kannst in Deutschland einen Menschen gegen seinen Willen aus 3 Gründen in die Psychiatrie bringen. Selbstgefährdung, Fremdgefährdung oder Straffälligkeit bei schwerer psychischer Störung. Zum Glück bin ich ein Mensch, der dankbar für sein Leben ist. Ich würde nicht einmal einer Fliege etwas zuleide tun und halte mich an Recht und Gesetz, sodass diese Dinge bei mir nicht greifen. Aber was für ein Skandal ist das? Wo leben wir? In der Akte waren dann am Ende mehr als 50 Seiten Auszüge aus meinem Telegram-Kanal, darunter auch eine Sammlung von Posts von Geistheiler Sananda. Was auch aus dieser internen Akte hervorging, war die Entscheidung des Gutachterausschusses, die nicht mehr als eine handschriftliche Zusammenfassung war, die aus ein paar wenigen Sätzen bestand. Ja? Nichts anderes als ein reines Nachplappern des Schreibens vom Landkreis Harburg, also wo es wieder um CDL, Vitamin D, Reichsbürgernähe, Falschinformationen zu den letzten 3 Jahren, Leugnung von Viren ging, also Copy and Paste. Ja? 5 Ausschussmitglieder, ohne Angabe, wer das ist, haben unterschrieben. Also nicht einmal nachvollziehbar, ob der Ausschuss überhaupt korrekt besetzt war. Keine Uhrzeit, von wann bis wann der Ausschuss getagt hat, welche Unterlagen den Ausschussmitgliedern einzeln vorlagen, nichts. Da ist jedes Protokoll vom Treffen eines Kegelvorstands formeller und ausführlicher und besser. Einfach unglaublich, dass dieses formlose Gekritzel als Grundlage für den Entzug meines Berufes zugrunde gelegt wurde. Ja? Aber auch das spricht für meine persönliche Vermutung. Am 19.06.2023 habe ich auf die Inhalte dieser Akte auch noch einmal mit einem 4-seitigen Schriftsatz geantwortet. Ich habe beanstandet, dass die Akte augenscheinlich frisiert wurde, indem zum Beispiel unter anderem Schwärzungen vorgenommen wurden. Dann ging es noch um einige Falschbehauptungen der Denunzianten und eben um die Entscheidung des Gutachterausschusses, die schon rein formell weder nachvollziehbar noch akzeptabel war. Ebenfalls am 19.06.2023 kam dann noch ein weiterer gegnerischer Schriftsatz, auf den ich dann wieder am 30.06. mit 4 Seiten geantwortet habe. Und dann war erstmal Ruhe. Nichts passierte. Juli, August, September. Am 18.10.2023 kam dann das Urteil vom Verwaltungsgericht auf sage und schreibe 20 Seiten. Sie haben die Gewährung von Rechtsschutz abgelehnt, also ich darf bis zur Verhandlung nicht weiter praktizieren. Und es war nicht nur ein Richter, sondern gleich die gesamte Kammer, also mehrere Richter, die entschieden haben. Und letztlich haben auch sie nur das wiederholt und bestätigt, was der Landkreis mir vorgeworfen hat. Sie sind nicht auf eins, nicht mal auf ein einziges der Patente, Studien oder wissenschaftlichen Artikel, die ich vorgetragen habe, eingegangen. Null. Frage ist, ob sie sich überhaupt angeguckt haben. Aber das ist, weiß ich nicht. Und sie haben deutlich gemacht, dass sie in der Verhandlung zum grundsätzlichen Entzug meiner Heilpraktikererlaubnis auch nicht anders urteilen würden. Ja? Und damit war das Ding gelaufen. Ich wusste, ich würde in den nächsten Jahren keine Heilpraktikerin mehr sein können. Durch die Überlastung der Gerichte kann es Monate bis Jahre dauern, bis es überhaupt zu einem Termin vor dem Verwaltungsgericht kommt. Und in meinem Fall werden die sich garantiert keine Mühe geben, dass das schneller passiert. Und in der Verhandlung sitzen dann die Richter, die mir schon auf 20 Seiten erzählt haben, wie gefährlich und sittlich unzuverlässig ich bin.
Anwaltskosten, Gerichtskosten wären in die Tausende gegangen und keine Chance auf Erfolg. Berufung nochmal Tausende und nochmal Jahre. Also, was habe ich gemacht? Ich habe meine Klage zurückgezogen und ich sage euch warum. Erstens, ich schenke ihnen nicht noch mehr von meinem Geld. Dafür, dass der Ausgang feststeht. Ich habe meine Wahrheit klar und unmissverständlich geäußert und ich werde das weiter tun, aber nicht mehr vor Gericht. Zweitens, nach dem Prozess wäre vor dem Prozess. Sie würden nicht aufhören. Diese Denunzianten machen ja ständig weiter und ich sehe ja, dass sie nicht aufhören. Ja? Und drittens, der Landkreis und das Verwaltungsgericht, die haben beide recht. Ich bereue nichts von dem, was ich gesagt habe, außer diese Handvoll Reichsbürgerposts. Aber nichts anderes. An meiner Meinung hat sich nichts geändert, ganz im Gegenteil sogar. Ich würde nichts anders machen, sondern weiterhin warnen und aufklären. Und mit dem, was ich weiß, noch viel mehr. Sie sagen, ich darf, so wie ich bin, denke und fühle, in dieser Welt keine Heilpraktikerin sein. Sie wollen Unterwerfung und Verrat meiner Wahrheit. Und da sage ich euch, unter diesen Umständen will ich keine Heilpraktikerin mehr sein. Ihre Welt ist nicht meine. Mittlerweile betrachte ich es als Auszeichnung, dass sie mich nicht haben wollen und dass ich nicht zu ihnen gehöre. Und ich sage euch noch eins. Wenn Gott gewollt hätte, dass ich weiter Heilpraktikerin bleibe, dann wäre ich weiter Heilpraktikerin. Ich habe alles getan, ich habe gekämpft, ich habe meine Argumente dargelegt. Ich zeige keine Reue und nichts. Und wenn die jetzt entscheiden, du gehörst nicht zu uns, dann gehöre ich da nicht hin. Und dann ist das nicht mein Weg in dieser Welt mehr. Gott hat scheinbar einen anderen Weg für mich. Und so vertraue ich darauf, dass wenn diese Tür zugegangen ist, eine andere Tür weiter aufgeht. Wir leben in einer ganz besonderen Zeit. Ich kann nicht über Glauben und Vertrauen schön daherreden und selber nicht danach handeln. Klar war ich traurig, denn ich habe diesen Beruf geliebt. Und ich glaube, ich kann sagen, ich war auch eine gute Heilpraktikerin. Aber meine Wahrheit ist viel mehr als der Beruf Heilpraktikerin in dieser Welt. Ja, sie haben mir meinen Beruf genommen. Ich darf keine Menschen mehr diagnostizieren und therapieren. Aber konnten sie mir das Wissen nehmen? Konnten sie mir nehmen, das, was ich bin? Nein, das können sie nicht. Ich gehe ungebrochen meinen Weg weiter. Und zum Abschluss dieses Videos sage ich noch einmal, aus tiefster Überzeugung, was ich auch schon auf Telegram gesagt habe. Ich habe nichts Entscheidendes falsch gemacht. Ich habe keinem Menschen geschadet, im Gegenteil. Ich wurde als Heilpraktikerin von meinen Patienten gemocht und geachtet. Sowohl als Privatperson als auch als Heilpraktikerin habe ich alle Gesetze befolgt. Ich bin keine Reichsbürgerin und hatte damit noch nie etwas am Hut. Ich war Heilpraktikerin aus Leidenschaft und ich werde weiterhin mit Leidenschaft Heilpraktiker ausbilden und Unternehmerin meiner Heilpraktikerausbildung bleiben. Als ehemalige Heilpraktikerin macht es ja noch interessanter. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Mein Leben gehört Gott. Ich komme von ihm und ich gehe zu ihm zurück. Mein Weg ist der Weg der Wahrheit und ich nehme nicht ein bisschen von dem zurück, was ich gesagt habe. Ich halte die Gesetze ein, die ich hier in dieser Welt einhalten muss. Doch ansonsten fühle ich mich allein Gott und meinem Gewissen verpflichtet. Wenn das Gericht und der Landkreis Harburg der Meinung sind, dass ich, so wie ich bin, für dieses System als Heilpraktikerin nicht tragbar sei, dann, wie ich schon sagte, ist es vielleicht eine Auszeichnung, diese Bezeichnung nicht mehr zu tragen. In dem Sinne, bis bald.